Namaste und willkommen auf meinem Yoga-Channel. Schön, dass du heute zugeschaltet hast. Ich bin Martina und ich begrüße dich zu einem neuen Yin-Yoga-Video im neuen Jahr. Und dieses Yin-Yoga-Video steht auch ganz unter dem Motto Beginnen, Neubeginnen mit dem neuen Jahr, Neubeginnen mit der Praxis. Deshalb ist diese Praxis auch sehr gut für Yin-Yoga-Anfänger geeignet. Aber auch wenn du bereits Yin-Yoga-Erfahrung hast, lade ich dich dazu ein, diese Praxis mit mir zu üben und in den gewohnten Positionen vielleicht auch was Neues zu entdecken. Ich empfehle dir für diese Praxis heute auf jeden Fall eine Decke zurechtzulegen. Polster brauchst du heute nicht unbedingt. Und gegebenenfalls zwei Blöcke dir zurechtzulegen für die Position des Drachen, wenn du dort Blöcke nutzen möchtest. Falls du keine Blöcke hast, könntest du auch zwei dicke Bücher oder zwei dicke, stabile Kissen benutzen. Und wir beginnen die heutige Praxis mit der Position des Schmetterlings, was eine wunderschöne Position zum Anfang ist. Leg dir gerne eine gefaltete Decke auf deiner Matte ab, sodass du erhöht sitzen kannst, winkel deine Beine an, die Knie fallen nach außen, die Füße, die Fußsohlen berühren sich. Beim Yin-Yoga achten wir darauf, dass wir nur so zu 60% Intensität in der Position geben. Das heißt, bring deine Füße gerne so ein bisschen weiter nach vorne, dass du etwas weniger Intensität hier spürst, auch gerade an den Beininnenseiten wird es etwas weniger intensiv. Richte deinen Rücken auf und beug dich, wenn das für dich angenehm ist, über deine gefalteten Beine nach vorne, so weit, wie das bei dir möglich ist, so weit, wie das bei dir passt. Du könntest deine Füße greifen oder auch einfach deine Hände dort landen lassen, wo sie jetzt eben ankommen. Und wenn es für deinen unteren Rücken nicht angenehm ist, dann bleibst du gerne etwas weiter oben aufrecht sitzen. Finde hier deine Position, das ist immer der erste Schritt in der Yin-Yoga-Praxis. Wir wollen eine Position finden, in der wir so eine leichte Dehnung spüren. Fokus beim Schmetterling sind die Beininnenseiten, in denen wir eine Dehnung spüren wollen. Und dass die Position so ist, dass du sie 2 oder 3 Minuten lang halten kannst. Sollte sich auch immer in deinen Gelenken gut anfühlen, die Position. Wenn du deine Position gefunden hast, dann atme nochmal tief ein und werde dann langsam still, lass dich in diese Position hineinsinken. Vielleicht nimmst du wahr, ob du irgendwo Verspannung spüren kannst. Dann atme gerne in diesen Bereich hinein, indem du die Verspannung spürst und lass diese Ausatmung dich mehr entspannen. Und wenn du merkst, du kommst in einer Position vielleicht nicht immer so weit nach unten, hast du irgendwie eine Grenze, die sagt, bisher noch nicht weiter, dann lade ich dich einfach ein, diese Grenze einfach zu akzeptieren und Position ein klein wenig zu verändern. Wir wollen im Yin-Yoga die Position für unseren Körper anpassen und nicht unseren Körper an die Position anpassen. Dann finde hier deinen ruhigen Atem in der Schmetterlingshaltung. Schau, dass es sich wirklich gut und angenehm anfühlt. Sacht in den Gelenken sollte sich alles gut anfühlen, keine Schmerzen in den Gelenken. Dann lade ich dich ein, im Moment noch die Stille in dieser Position zu finden.
Und dann bleib hier noch so 2, 3 Atemzüge mehr. Und dann löse die Position langsam nochmal auf. Setz dich nochmal auf, streck die Beine aus. Setz die Hände hinter deinem Rücken ab. Und bleib hier gerne noch erhöht sitzen. Wir gehen jetzt weiter in die Raupe, in die sitzende Vorbeuge. Wie schon beim Schmetterling, bleiben wir hier gerne erhöht sitzen. Wir wollen in der Vorbeuge darauf achten, dass der untere Rücken hier nicht nach hinten abknickt, weil das wäre nicht so gut für den unteren Rücken, sondern ja, dass die Bewegung aus der Hüfte heraus erfolgt. Du hast hier in der Position mehrere Optionen. Du kannst hier ganz klassisch in die sitzende Vorbeuge gehen mit gestreckten Beinen. Du könntest die Beine auch angebeugt lassen. Oder du könntest die Füße hier auch aufgestellt lassen in so einer Kutscherhaltung. Das ist die Position, ja, die am wenigsten Stress im unteren Rücken macht. Na, schau mal, welche Position du hier finden möchtest. Die Beine hier gern gestreckt oder leicht angewinkelt lassen. Beug dich aus deiner Hüfte heraus nach vorne, dass der untere Rücken lang bleibt. Obere Rücken darf sich runden, was auch immer so ein Eigenart der Yin-Yoga-Position ist, dass die Wirbelsäule durchaus rund werden darf. Und der obere Rücken, die Hände landen dort, wo sie landen. Die müssen die Füße nicht greifen. Die Füße können ganz entspannt sein. Wenn du Spannung in den Beinrückseiten hast, lass die Knie gern angebeugt. Falls das ja für deine Knie unangenehm ist, leg dir gern noch ein Kissen oder eine gefaltete Decke unter, dass du hier noch ein bisschen dich unterstützen kannst. Und wenn du merkst, du hast hier ja einen Widerstand, dass du nicht weiterkommst, suchst du vielleicht einfach deine Beine ein bisschen weiter zu öffnen und vielleicht kannst du hier ein wenig mehr in die Vorbeuge eintauchen. Denk dran, Ziel ist es nicht, so tief wie möglich in der Position zu kommen, sondern die Position so zu gestalten, dass sie für deinen Körper wirklich die bestmögliche Position ist. Und sollte das hier gar nicht gehen, dann lass gerne beide Beine wirklich aufgestellt, angewinkelt und komm in die Kutscherhaltung. Ziel ist hier die gesamte Körperrückseite. Je mehr die Beine gestreckt sind, desto mehr wirkt die Dehnung auf die Beinrückseiten. Aber die Dehnung wirkt auf jeden Fall auf den Rücken, auf die ganze Wirbelsäule hier. Körperrückseite. Du kannst den Nacken hier auch ganz entspannt lassen. Die Hände entspannt abgelegt, die Füße sind entspannt. Und vielleicht auch hier wieder ja, so ein wenig Spannung in der Position. Spannung, die ist immer an der freien Seite, die wir die Position üben. Der Gegensatz dazu ist Kompression. Und die erleben wir eher an der Seite, wo sich Körperteile von uns berühren. Und da können wir oft auch nicht viel mehr machen. Wenn die Anatomie das nicht zulässt, dann haben wir dort an der Stelle ja gar keine Möglichkeit mehr, tiefer in die Position zu gehen. Wir können die Position nur verändern, indem wir zum Beispiel die Beine etwas weiter öffnen. In der Seite, in der wir Spannung haben, in der wir verspannt sind, da kann es schon passieren, dass wir durch das Üben hier langsam die Spannung lösen kann. Achte auch hier immer darauf, dass in allen deinen Gelenken es sich gut anfühlt. Sag, du darfst eine Spannung spüren, aber niemals Stress in den Gelenken. Und dann lass dich hier wirklich ganz entspannt
in diese Position senken. Bleib hier noch so 2, 3 Atemzüge mehr. Und löse dann langsam auf. Setz dich langsam nochmal auf. Räum dir gern deine Matte frei. Und lege dich einen Augenblick flach auf deinem Rücken ab und spür hier nochmal nach in die Position. Ja, diese kleinen Zwischenpositionen, die wir hier einnehmen, in denen wir zwischen den Yin-Yoga-Positionen nochmal nachspüren, auch die sind ganz, ganz wichtig. Im Yin-Yoga spricht man von einem Rebound, also so eine Nachwirkung, wo wir es dem Körper erlauben, ja nochmal alles zu verarbeiten, was wir ihm an Input jetzt gegeben haben. Denn wir sprechen beim Yin-Yoga zum einen das Fasziengewebe sehr stark an. Das heißt, wir sorgen für nochmal Entspannung und Hydration in den Faszien. Wir sprechen aber auch die Energiebahnen des Körpers an, die Meridiane, die du vielleicht aus der Akupunktur kennst, diese Energiebahnen im Körper, die auch häufig blockiert sind, und wir regen durch die Yin-Yoga-Position, durch das lange Halten, den Energiefluss in den Meridianen nochmal an. Ab und zu braucht es dann eben so eine kleine Pause, um nochmal den Körper Gelegenheit zu geben, nochmal sich zu neutralisieren, nochmal alles zu verarbeiten. Und dann dreh dich aus der Rückenlage heraus, nun in die Bauchlage. Wir kommen in die Position der Sphinx auf die Unterarme. Leg deine Unterarme auf der Matte ab und schau mal, wie du diese Position für dich verändern möchtest. In der Regel ist es am angenehmsten, die Ellbogen unter den Schultern stehen zu lassen, die Arme etwas schulterweit geöffnet. Sollte das für dich zu intensiv sein, vor allem hier im unteren Rücken, dann nimm vielleicht deine Arme ein bisschen weiter nach vorne, dann wird es weniger intensiv. Könntest hier auch deine Ellbogen greifen oder das Ganze noch etwas entspannter machen. Wenn du ein Kissen oder ein Bolster hast, könntest du dir das unter die Brust legen. Wenn du schon ein bisschen Übung mit der Position hast, ein bisschen fortgeschrittener bist, könntest du auch in den Seehund kommen. Das ist aber recht intensiv für den unteren Rücken. Wenn du anfängst mit Yin Yoga, empfehle ich dir gerne hier mit der Sphinx zu starten. Du kannst den Kopf entweder in den Nacken gelegt lassen, wenn es für den Nacken angenehm ist, oder auch einfach den Kopf sinken lassen. Schau mal, was hier für dich passt. Die Beine so weit geöffnet, wie es für deinen unteren Rücken angenehm ist. Es kann für dich angenehmer sein, die Beine etwas weiter zu öffnen und den unteren Rücken zu entlasten. Und ja, womöglich zieht es so ein bisschen im unteren Rücken bei dir. Ja, entsteht eine Kompression. Das ist aber eine Kompression, die hier gewollt ist. Wir stimulieren hier den Bereich der Lendenfaszie, der Lumbarfaszie, und stimulieren auch den Bereich der Nieren. Man sagt im Yin-Yoga, dass hier im Bereich der Nieren das vorgeburtliche Qi, die vorgeburtliche Lebensenergie sitzt.
Es sollte sich aber immer gut anfühlen für dich, also niemals Schmerzen entstehen. Oberste Regel. Vielleicht atmest du hier mal ganz bewusst in deinen unteren Rücken hinein. Spürst mal, wo du hier Spannung spürst. Und versuchst mit dem Ausatmen diese Spannung loszulassen. Bleib hier, wie gesagt, nur so lange in der Position, wie es für dich angenehm ist. Du hast ja auch jederzeit die Möglichkeit, die Position für dich zu verändern, indem du die Arme vielleicht etwas weiter nach vorne nimmst, um so den unteren Rücken zu entlasten. Sphinx ist eine wunderschöne Position, die die Körpervorderseite nochmal öffnet und so Spannung im unteren Rücken reduzieren kann, auch wenn es im ersten Moment sich vielleicht paradox anhört. Aber es ist die ideale Position für alle diejenigen, die viel sitzen müssen. Dann atme hier nochmal ganz bewusst in deinen unteren Rücken hinein und lass dich dann in der Sphinx für einen Moment noch in die Stille finden. Und dann bleib hier noch für 2, 3 Atemzüge mehr. Und löse die Position dann langsam wieder auf. Bring deine Ellbogen nach außen, leg gerne deine Stirn auf deinen Handrücken ab. Wenn du magst, machst du kleine Bewegungen mit deinem unteren Rücken, mit dem Po so ein bisschen hin und her wackeln. Kannst du den unteren Rücken noch mal so ein wenig lockern. Dann roll dich langsam nochmal nach oben, schieb dich nochmal auf deine Matte. Wir gehen jetzt in die Position des Drachen, Sprinterposition. Wenn du empfindliche Knie hast, nimm dir gern eine Decke, falte dir die Decke und leg sie dir quer auf deine Matte ab. Stell dir auch gerne 2 Blöcke an den Anfang deiner Matte. Komm hier in den Vierfüßlerstand auf, deine Viere, knie dich auf deiner Decke ab und bring hier den rechten Fuß nach vorne zwischen deine Blöcke. Das hintere Knie ruht hier auf der Decke und hier kann es angenehmer sein, wenn die Kniescheibe so ein bisschen über das Ende der Decke hinausschaut, dann ist hier weniger Druck auf den Knien. Die Blöcke kannst du dir beliebig hoch machen. Und deine Hände hier abstützen. Ja, diese Position nennt sich der hohe Drache oder auch der Babydrache. Uns hier so ein bisschen abstützen mit beiden Händen neben dem Bein. Ein bisschen intensiver wird die Position, wenn du deine Hände auf den Oberschenkel ablegst. Dann ist eine stärkere Rückbeuge im unteren Rücken drin. Ansonsten lass die Blöcke gerne so hoch, wie du möchtest. Entweder so hoch wie ich oder vielleicht ein klein wenig tiefer, vielleicht flacher, vielleicht brauchst du auch gar keine Blöcke. Und je weiter das hintere Knie nach hinten ist, desto intensiver wird es möglich für deinen Hüftbeuger hier. Du könntest auch, wenn das für dich angenehmer ist, die Zehen von deinem hinteren Fuß hier aufgestellt haben. Schau mal, was sich für dich hier und heute gut anfühlt. Der Drache hat so einen ganz speziellen Ruf im Yin-Yoga, gilt als die
herausforderndste Position und tatsächlich ist das auch die Position, die am meisten Yang enthält, also die, ja, so die Kraft, eine der kraftvollsten Positionen im Yin-Yoga ist, weil hier der Körper doch noch ein bisschen arbeiten muss und nicht so ganz passiv sich in die Position hineinfinden kann, sondern gleichzeitig hier noch ein bisschen halten muss. Dennoch ist es eine wunderschöne Position, die auch wunderbar geeignet ist, wenn du viel sitzen musst, wenn du viel läufst oder Rad fährst, ist das eine wunderbare Position, um deinen Hüftbeuger nochmal zu dehnen, nochmal zu entspannen. Und dann bleib hier noch, verbinde dich hier mit deinem Atem und immer, wenn du das Gefühl hast, das wird, ja, ich mag nicht mehr an der Position, dann verbinde dich gern mit deinem Atem. Dann bleib hier noch so 2, 3 Atemzüge. Und löst dann die Position langsam nochmal auf. Schieb dich so ein bisschen zurück. Nimm den Fuß nach hinten. Du könntest hier entweder, wenn du den herabschauenden Hund übst, in den herabschauenden Hund kommen. Beißbein zur Decke strecken, den Rücken lang werden lassen oder auch einfach vom Moment auf deine Knie kommen und die Wirbelsäule so ein wenig bewegen. Könntest aber auch vom Moment auf deine Knie kommen und dich vom Moment auf deine Fersen absetzen, die Kindeshaltung. Wir gehen jetzt in die Position zur anderen Seite. Jetzt den linken Fuß nach vorne. Und auch hier wieder die richtige Höhe von deinen Blöcken. Das kann hier auch wieder unterschiedlich sein auf dieser Seite. Vielleicht wirst du merken, dass die Dehnung vielleicht eine andere Intensität bekommt. Finde deine Höhe in der Position. Und schau, dass er wirklich dein Knie hier angenehm legen kann, dass ja die Position sich gut anfühlt, keine Gelenkeschmerzen. Spricht hier auch immer ja, so vom Unterschied zwischen dem süßen und dem bitteren Schmerz. Also süßer Schmerz ist eher so ein Dehnungsreiz. Ja, ist eher was uns gut tut. Der bittere Schmerz, der würde sich in den Gelenken zeigen und das tut uns nicht so gut. Da wollen wir immer etwas verändern an der Position. Dann finde hier wirklich deine angenehme Position und bleibe hier. Erlaube dir für einen Moment hier noch in die Stille zu kommen.
Und bleib hier noch so 2, 3 Atemzüge. Und löse die Position dann langsam wieder auf. Komm entweder direkt in die Kindeshaltung oder vielleicht auf deine Knie in so eine kleine Katze-Kuh-Bewegung. Oder auch nochmal in den herabschauenden Hund und streck dich hier ganz bewusst in die Länge. Vielleicht magst du die Knie so ein bisschen beugen und strecken. Und dann komm langsam wieder nach unten auf deine Matte. Mach dir deine Matte nochmal frei und leg dich dann gerne auf deinem Rücken ab. Nimm für einen Moment deine Knie zu deiner Brust heran. Du kannst hier so ein wenig hin und her schaukeln. Ja, deinen unteren Rücken so ein wenig massieren. Das ist übrigens eine wunderbare Alternative zur Kindeshaltung. Wenn sich das auf den Fersen im Sitzen nicht so gut anfühlt, dann könntest du dir auch wunderbar eine Rückenlage praktizieren. Und dann stell langsam deine Füße auf. Lass die Knie parallel zur Wand, parallel von dir weg zeigen. Und wir gehen jetzt in der Position, nennt sich das Nadelöhr. Winkel deinen rechten Fuß an. Leg deinen rechten Fußknöchel oberhalb vom linken Knie ab. Und entweder ist es schon eine Position, lässt deine Füße hier stehen. Oder du legst dir unter den linken Fuß einen Block ab. Ist auch eine Alternative, das hier gestützt zu üben. Oder du greifst deinen linken Oberschenkel mit deinen Händen und ziehst die Beine so ein wenig zu dir ran. Also greifst dir zwischen deinen Beinen hindurch und ziehst die Beine zu dir ran. Dann hast du ja automatisch so einen kleinen Dehnung, die spürst du wahrscheinlich in der Po-Außenseite. Und diese Position ist eine ganz entspannte, nicht zu intensive Öffnung für die Hüften. Und auch ideal, wenn du viel sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch oder vielleicht auch beim Autofahren. Und dann ist hier meistens die Po-Außenseite wenig verspannt und die können wir hier nochmal wunderschön dehnen. Achte darauf, dass dein Nacken hier entspannt liegt. Dass dein Nacken nicht überstreckt ist, dass sich das gut anfühlt. Dass es sich für den unteren Rücken gut anfühlt. Und auch für die Knie gut anfühlt. Am Po darfst du ein bisschen ziehen. Nimm hier gerne diese Spannung wahr. Atme in diesen Bereich hinein. Und lasse dann ausatmend alle Spannung los. Dann bleib hier noch so 2, 3 Atemzüge.
und löse dann langsam wieder auf, stell deine Füße auf. Spür nochmal in den Bereich deines unteren Rückens hinein. Und dann wechsel langsam die Seite. Winkel dein linkes Bein an, link den linken Fuß oberhalb rechten Knie ab und stelle hier entweder auch deinen rechten Fuß auf den Block ab oder zieh beide Beine zu dir heran, indem du deinen rechten Oberschenkel greifst. Lass auch deinen Nacken hier ganz entspannt. Atme in deine linke Körperseite hinein und lass mit dem Ausatmen alle Spannung los. Dann bleibe hier und genieße diese Dehnung. Dann nehmen wir noch so 2, 3 Atemzüge. Und löst dann langsam nochmal auf. Stell deine Beine nochmal auf. Nimm gerne für einen Moment nochmal deine Knie zur Brust heran. Kannst gerne hier so ein bisschen hin und her schaukeln. Und dann stell deine Füße nochmal auf, heb deinen Po so ein wenig an, das Becken dann sanft eher auf der rechten Mattenseite ab und kipp deine Knie nach links rüber. Vielleicht magst du dir so einen Block, dein Kissen unterlegen oder deine Knie drauf ablegen kannst und unterstützen kannst. Vielleicht magst du sie auch auf die Matte ablegen. Die Arme neben deinem Körper, Schultern ganz entspannt abgelegt auf der Matte. Und vielleicht lässt du deinen Blick entgegengesetzt zu den Knien. Atmest hier ganz entspannt in deinen unteren Rücken hinein. Und genieße diese angenehme Position.
so zwei, drei Atemzüge. Und löst dann langsam nochmal auf, komm nochmal zur Mitte zurück. Setz dein Becken nochmal gerade. Und heb dein Becken dann langsam nochmal an, versetz den Po. Dein Becken so ein bisschen nach links, lass die Knie nach rechts fallen. Vielleicht lässt du die Knie einfach auf dem Boden abgelegt. Vielleicht unterstützt du dir hier auch deine Knie mit einem Block. Schaust hier entgegengesetzt zu deinen Knien. Die Schultern sind hier nochmal entspannt abgelegt. Und atme nochmal ganz bewusst in deine freie linke Seite ein. Und entspanne hier in diese Position hinein. Und dann bleib hier noch für zwei, drei Atemzüge mehr. Und dann löse die Position langsam wieder auf. Vielleicht magst du nochmal zur Mitte kommen, deine Knie nochmal ja, zu dir heranziehen, hier so ein bisschen hin und her schaukeln. Schau mal, was sich jetzt gut anfühlt für dich. Und dann stell nochmal deine Beine auf und lass deine Beine sanft auskleiden, dass du in eine angenehme Rückenlage kommst. Die Schultern sanft abgelegt, die Füße fallen locker zur Seite. Sollte sich diese flache Rückenlage nicht gut für dich anfühlen, dann könntest du dir auch eine gerollte Decke oder ein Kissen unter deine Knie legen. Oder auch die Füße aufgestellt lassen, vielleicht sogar die Knie so ein bisschen aneinander fallen lassen. Schau einfach mal, was für dich passt. Wenn du magst, könntest du dich hier auch zudecken. Lass deinen Nacken hier entspannt, die Arme entspannt neben deinem Körper. Atme nochmal tief ein und aus. Nimm mal ganz bewusst wahr, wie dein Körper
die Unterlage berührt. Dein Atem fließt durch deinen Körper. Körper gehalten und getragen von der Unterlage. Spürst die Wärme, leicht, wenn du zugedeckt bist. Und dann erlaube es deinem Körper nun ganz zu entspannen. Erlaube es deinen Füßen zu entspannen, deine Beine, dein Becken, dein Bauch, dein unterer Rücken, oberer Rücken, deine Brust, deine Schultern, deine Arme und Hände ganz entspannt. Auch der Nacken ist entspannt. Der Hinterkopf, dein Gesicht ganz weich entspannt. Auch der Kiefer ist ganz entspannt und locker. Und dann atme nochmal tief und bewusst ein und aus. Nimm wahr, wie sich dein Bauch hebt und senkt mit der Ein- und Ausatmung. Und bleibe hier noch für einen Moment in dieser angenehmen Position der Entspannung. Dann lass deinen Atem langsam wieder tiefer werden und komme langsam uns hier und jetzt zurück. Langsam etwas Bewegung in deinen Körper. Beweg deine Finger, deine Zehen. Vielleicht magst du dich so ein wenig recken und strecken. Schau mal, welche Bewegung dir jetzt gut tut. Und dann leg dich vielleicht gerne noch für einen Moment auf deiner Seite ab, deiner Lieblingskörperseite. Und komm dann langsam, wenn du bereit bist, nochmal zurück zum Sitzen. Leg gerne deine Hände vor deinem Herzen zusammen, der Gebetshaltung des Anjali Mudra. Und schenke dir selbst ein Lächeln, ein Dankeschön an dich, an deinen Körper und verneige dich vor dir selbst. Namaste. Ja, und ich danke dir, dass du heute dabei warst, dass du dir heute diese Zeit genommen hast,
mit mir Yoga zu praktizieren. Ich hoffe, dir hat diese Yin-Yoga-Praxis gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar unter dem Video freuen. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal und vergiss auch nicht, die Abo-Glocke zu klicken. Dann wirst du benachrichtigt, wenn es neue Videos von mir gibt. Und ich lade dich ganz herzlich dazu ein, bei meiner 21-Tage-Yoga-Challenge dabei zu sein, die am Montag hier auf dem Channel startet, wo wir jeden Tag einen anderen Yoga-Stil praktizieren, unter anderem auch Yin-Yoga, nicht ganz so lange wie heute. Und ja, wenn du mehr in das Thema Yin-Yoga einsteigen möchtest, dann kann ich dir natürlich auch meinen Yin-Yoga-Club empfehlen. Die Links findest du unter dem Video, sowohl für die Challenge als auch für den Club. Ja, und ich bedanke mich nochmal bei dir, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und hoffentlich bis bald. Namaste.